Moin moin und hallo und willkommen zu Netflix im Juno. Ja, wir schnacken heute mal wieder über tolle Filme und machen einen vorab wie immer einen Faktencheck. Erstmal machen wir einen recht aufgeräumten Eindruck. Damit fängt es schon mal an. Erstmal auch von meiner Seite schönen Gruß an alle. Ach ja, ja, moin, ne? Na, heute das Special zu Ewan McGregor. Der da kommen wir gleich zu, ja. Genau, ja, bekannt für seine Filme. Ne? Ja, das Schweigende Lämmer am Wörthersee. Also, fangen wir mal. Ich fange erstmal mit Sachen an, die du falsch gemacht hast, damit wir das, den Spannungsbogen mal so ein bisschen steigern können. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Und du hast irgendwas von Illumination gemeint, das wäre George Lucas. Ich habe extra geschrieben, in Klammern hat Christian gesagt. Okay. Ne? Nee, das ist auch erst 2007 gegründet worden. Und von denen gibt es auch nur eine Handvoll Filme, zum Beispiel Pets ist von denen. Okay. Das ist also ein ganz relativ neues 3D-Animationsstudio. Industrial Light and Magic. Nee, Illumination eben, nicht, das ist was anderes. Okay. Industrial Light and Magic wäre Lucas gewesen. Ja, ja, genau. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Also ich könnte schwören, ich habe genau das gesagt. Aber gut, wenn du das sagst, dass ich das nicht gesagt habe, müssten wir nächstes Mal nochmal einen Faktencheck machen. So, und dann hatten wir noch Sache zu DreamWorks oder Pixar. Und dann hatten wir mit Steven Spielberg, also DreamWorks ist Steven Spielberg. Und da kam noch ein Faktencheck von Tobi rein. Das heißt offiziell DreamWorks SKG. Für schnelle Comedy-Gesellschaft. Spielberg, Katzenberg, Jeffen oder Geffen. Das sind irgendwie drei Personen. Deswegen ist S ist Spielberg von dem DreamWorks. KSG, nee, SKG. E. Okay, alles klar. Wieder was gelernt. Ja. Aber da haben wir ja nichts falsch. Da habe ich ja im Prinzip nichts falsch gemacht, oder? Moment, The Who Was Show. Ja. Erinnerst du dich? Dieses komische, also was ich meinte, das schlechte Variante von Sketch History. Es war Gandhi im ersten Teil. Ich habe es extra mal gecheckt. Ich habe gesagt, das wäre Gandhi aufgeregt. Ich dachte, nee, das ging überhaupt nicht. Kam gar nicht drin vor. Doch, es war Gandhi im ersten Teil. Na gut, dann hast du das wahrscheinlich etwas genauer verfolgt als ich. Und, nächsten, was du falsch gemacht hast? Ich muss das jetzt, also ich muss ja irgendwie die Qualität und die Qualität dann irgendwie gegeneinander auf da kommen wir gleich noch zu. Schneller als das Auge heißt nicht The Time Warp im Englischen, sondern Invisible Universe. Also ich könnte schwören, das heißt The Time Warp, aber gut. Dann hatte ich noch Michael Douglas. Darf ich nochmal ganz kurz, muss man sich eigentlich in einem Faktencheck rechtfertigen? Ja, nein, Moment, ich ziehe das zurück, weil ich ja auch noch weiß, was kommt. Ja, okay. Douglas Adams. Douglas Adams, Michael Douglas, wie komme ich jetzt auf Douglas Adams? Michael Douglas. Entschuldigung. Weil das Douglas drin vorkommt wahrscheinlich. Okay, also Michael Douglas. Da hatten wir uns um die Filme, also das mit der verhängnisvollen Affäre, das war mit Glenn Close. Mhm. Und der Film mit Demi Moore, der hieß Enthüllung. Ja. Wir hatten ja die beiden irgendwie durcheinander gewürfelt. Oder? Wir haben zwar gewusst, unterschiedliche sind, aber die Schauspieler wussten nicht mehr. Ja, ja, kann passieren, ne? Dann vor dem großen Faktencheck noch ein, es geht um diese Zeitreisende, da wusste ich nicht mehr, wie die Serie hieß, die auch davon spielt, dass man in der Vergangenheit was ändert. Ja. Und das war die Serie JFK 11-22-63, der Anschlag. 11-22-63 klingt nach einer Telefonnummer, ne? Ich weiß nicht, das wird am 22. November gewesen sein, gehe ich mal stark von aus. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, das waren, sonst ist eigentlich kein Fehler gewesen. Ja, von mir meinst du jetzt. dann lass uns mal zu Ewan McGregor kommen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es ja schon in den Sendenotizen von der letzten Ausgabe extra schon mal vorab reingeschrieben, dass ich quasi beim Nachhören gemerkt habe, dass das nicht so ganz stimmte. Es ging ja um die Serie Safe und da habe ich ja gesagt, Mensch, ich bin ja so ein großer Ewan McGregor-Fan. Deswegen gucke ich mir das so gerne an, weil der Hauptdarsteller ist ja Ewan McGregor. Ja, ne? Ja, war er aber nicht. Nee. Das ist Michael C. Hall, bekannt aus Dexter. Richtig. Hättest du Michael C. Hall gesagt, hätte ich auch Bescheid gewusst. Ja, natürlich. Aber Ewan McGregor kennt man ja auch von anderen Filmen, ne? Forrest Gump. Ja, genau. Ne? Fluch der Schweigende Lämmer. Ja, ja. Am Wolfgangsee und so. Das war der Wörthersee. Ach so. Ja. Okay, Faktencheck. Okay. Ja, haben wir die Kuh vom Eis, ne? Also diesen ganz kleinen, also du hast ja ganz viele Fehler gemacht und ich habe ja so einen vernachlässigenden. Genau, finde ich auch. Ja. Und du hast auch wirklich keinen mehr bei dir gefunden. Nee. Das war's eigentlich. Okay. Reicht ja auch. Dafür war der auch ein bisschen
größer. Ja. Also wie man sieht, wir reden zwar viel über Filme, aber die ganz großen eigentlich kennen wir uns nicht aus. Koryphäen sind wir nicht. aber ich glaube, das macht das vielleicht ja auch so interessant. Ne? Ja. Da kann man sich dann ja hinterher mal denken, Mensch, was haben die da wieder erzählt? Genau. Any publicity is good publicity. Genau, genau, genau. Wir sind sozusagen die Trumpisten des Netflix-Sports, sozusagen. Ja, fangen wir mal mit Doku an. Ja, meinetwegen. Ich habe gesehen, das hieß einfach nur Steve Martin und Martin Short, glaube ich. Ja. Mhm. Das ist so ein Stand-Up-Programm, irgendwo aufgezeichnet. Die beiden eben, Steve Martin, Martin Short kennt man vielleicht nicht mehr ganz so gut, das ist der etwas kleinere. Die haben beide zum Beispiel bei den, wie viele Amigos waren das? Drei Amigos mitgespielt. Ich muss, das konnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe ihm die ganze Zeit drei Finger gezeigt, damit er weiß, wie viele das jetzt tatsächlich waren. Ja, ja, ich bin da schon selber drauf gekommen. Ja, die kommen beide ursprünglich von Saturday Night Live, machen da Comedy und in der Show erstmal beleidigen sich einfach nur ganz gegenseitig. Das ist so ein schönes Stilmittel, von wegen, ich bin besser als du, weil und sowas, ne? Und es geht auch viel ums Älterwerden bei den Gags. Ja, genau. Also ich fand das tatsächlich, ja, das ist, halt, ist eine Stand-Up-Comedy und ich fand die echt beide sehr gut. Hat mir super Spaß gemacht, mit einer Einschränkung. Steve Martin ist wohl so ein großer Banjo-Fan. Mhm. Und der spielt, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, 5 Minuten lang davon der Sendung ist, wie er irgendwie so ein Banjo-Stück spielt, ohne Comedy. Also er macht da keinen witzigen Text dazu, er spielt einfach nur Banjo. Wie heißt denn das Stück, was er da spielt? Kann das vielleicht Dueling Banjos sein? Nee, das spielt er alleine. Das würde ich erkennen. Das ist ein anderes. Mhm. Das ist auch mit zwei, darum heißt es ja Dueling. Ja, genau. Nee, er spielt einfach Banjo oder Banjo und das war also, kann man vorspulen, finde ich, wenn man nicht der riesen Banjo-Fan ist. Aber ansonsten ist diese Sketch, die Stand-Up-Comedy, ist sehr, sehr witzig. Also gerade wenn man natürlich auch aus die beiden irgendwo, gerade natürlich Steve Martin ist ja der Bekanntere eigentlich, aus seiner Kindheit, sage ich mal, wie wir gut kennt. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist auch nicht allzu lang. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie lang. Ich glaube, 3/4 Stunde oder sowas. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir dann schon so in der Comedy-Ecke sind, ich habe mir noch einen deutschen Comedian angeschaut, den es da gibt, der immer am Klavier sitzt, Bodo Wartke heißt der. Kennst du den? Der macht so ein bisschen Klavier-Comedy. Ja, doch, den kenne ich. Ja, ja, doch. Mhm. Und der hat ein Programm wohl gehabt, ist auch wohl schon etwas älter, das nennt sich Noah war ein Archetyp. Also, fand ich schon ein Archetyp, genau. Ja. Ne? Das klingt schon vom Titel her sehr lustig. Und er ist halt auch sehr viel mit Wortwitz unterwegs. Mhm. Und da ist halt das ganze Programm, besteht zum Teil aus Klavierspielen, zum Teil aus Comedy. Man muss sagen, Klavierspielen kann er auch ganz gut. Mhm. Ne? Also, ist nicht nur so, dass es nur reine Comedy ist, sondern man merkt das schon, der ist ein Virtuose am Werk, ja, sozusagen. Und ja, und seine Lieder handeln halt von so ganz alltäglichen Themen, wie er seine Freundin mit der Axt zerlegen will beispielsweise. genau, und macht echt Spaß. Hast du eigentlich vorhin Punkte gegeben? Oh, Mist. Ja, auf 5 von 5, 3 von 3 Amigos. Okay, 3 von 3 Amigos. Sehr schön. Ja. Dann gebe ich mal Bodo Wartke, ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen. Also es lohnt sich wirklich, sich das anzugucken. Ist denn das ganze Programm auch wirklich, er sitzt quasi, ich glaube, er sitzt auch viel am Klavier, er zählt dann aber dabei, anstatt zu singen oder sowas, ne? Ja, beides. Er singt und nein, eigentlich singt er. Okay. Er singt Lieder. Da gibt es ein paar Klassiker von. Mhm. Ja, ich meine, ich habe ihn auch schon mal irgendwo, genau, Dreisatz genau. Comedy Festival oder irgendwie sowas. Die hat ein Liebeslied geschrieben auf Klingonisch beispielsweise. Ja. Also sehr, sehr. Oh, dann haben wir gleich eine super Überleitung. Das ist schön. Hervorragend. Auf alle Fälle, ja, er wirkt so ein bisschen immer so ein bisschen eher intellektueller Humor. So, ne? Mhm. Es macht vielleicht auch sein Aussehen so ein bisschen aus, immer im Anzug mit seiner Nickelbrille sitzt er da am Klavier und ja, ist aber schön, macht Spaß und es ist eher was zum Schmunzeln als zum laut Lachen. Mhm. Ne? Markus Krebs beispielsweise, der ist ja, heißt er Markus? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, ich weiß, wie du meinst. Nicht, ja, den Dieter, sondern genau, diesen. Den haben sie ja auch auf Netflix, ne? Ja. Aber das ist halt eine ganz andere Art von. Ja, das von ist mehr so Ballermann, ja. Genau, mehr so Ballermann. Und das hier ist dann mehr so eher was für Studenten, würde ich sagen. Also ich würde den tatsächlich auch, obwohl das Programm auch manchmal ein bisschen Länge hat, 4 von 5 Heinz Erhardt Gedächtnis
Punkte geben. Okay. So, und dann würde ich jetzt vorfahren mit Ach, Yacht, mache! Oder so. Das ist klingonisch. Das weißt du aber nicht mehr, was das heißt? Nein. Das war Dschihad, oder? Nee. Ich hatte mal eine CD, die hieß Conversational Klingon. Da war Englisch klingonisch. Ich habe mir nicht gemerkt, was das heißt, aber dieses Zitat. Ja, egal. Dein Englisch war halt auch nicht gut. Ja, das stimmt. Und ich habe mir angeguckt, was wir schon mal hatten. The Toys That Made Us. Ja. Ist jetzt die zweite Staffel von raus. Ja. Und unter anderem kommt da eben Star Trek auch drin vor. Deswegen passt dieser super Übergang. Und das war, ist der Hammer. Also das war so lustig. Also Star Trek ist wohl die Marke, die am schlimmsten, was so Merchandising angeht, was es jemals gegeben hat. Also die haben anfangs so ganz alles einfach umgelabelt. Es gab zum Beispiel so einen Helm, so ein Plastikhelm mit Blaulicht oben drauf und da stand Spock vorne drauf. Den konntest du dann kaufen. Und die hatten Panzer verkauft. Also Star Trek. Wobei, das ist gar nicht so weit hergeholt. Erinnerst du dich noch an das Musikvideo Take on Me von Aha? Soldaten oder Polizisten, ja. So rennen dahinter. Die haben nämlich genau aus, die haben oben auf dem Kopf ein Blaulicht. Okay. Und der Typ sieht auch aus genau wie Spock, der da drin vorkommt. Weißt du? Ja, ja. Ich glaube schon. Okay. Sonst ein Faktencheck. Was dann auch noch gab, zum Beispiel, was aber wo ziemlich populär war, es gab einen echten Beamer. Ist ja kein Beamer. Ein, wo man sich reinstellt und gebeamt wird, Apparat. Wie nennt man das? Die beamen sich ja auf die Erdoberfläche. Das ist eine gute Frage. Womit beamt man in dem? Transporter, so heißen die offiziell. Ja, genau. Da gab es ein Modell, da konntest du irgendwo draufdrücken und dann wurde die Figur, die da drin stand, so weg, saß, war quasi doppelte Wand und dann war die weg. Und das Ding, das kam auch übrigens einer Folge von Big Bang Theory vor. Da war Sheldon wohl total scharf drauf, auf dieses Spielzeug, was es da mal gab. Später gab es dann, also es wurde besser mit Next Generation, also dann war die Marke populärer und dann passten die Spielzeuge auch so halbwegs. Dann gab es auch viele Modelle, die man bauen konnte. Und was ich witzig fand, die haben tatsächlich damals das Lasertag erfunden. Okay. Also die hatten quasi mit so muss irgendwie so Platten hängen, für zu Hause war das, und dann konntest du mit so einem Phaser auf dich schießen und dann war jetzt nicht so populär, aber die haben quasi das Lasertag, die Technik so ein bisschen erfunden mit ihren Geschichten. Klingt seltsam, ne? Ja. Das wird jetzt ein bisschen länger, weil ich habe noch andere Folgen, die waren alle gut eigentlich, fast alle. Transformers war noch dabei. Okay. Die kennst du ja auch, ne? Mhm. Die kommen ursprünglich aus Japan. Ja. Das fand ich also total interessant, also, weil die Japaner haben, das ging nach dem Krieg, haben die aus, ja nix, ne? Nicht mal Krieg. Nee, die haben aus Blechdosen Roboter gebaut, tatsächlich. Also das war im Original, das waren quasi schon Transformer. Das hat die übrigens die Augsburger Puppenkiste auch gemacht. Aus Blechdosen, Blechbüchse-Roll. Kennst du das noch? Ja. Aber andere Geschichte. Ja, das ist völlig andere Geschichte. Das war irgendwie ganz witzig. Also in den USA hatten sie G.I. Joe als Marke und das ist importiert worden nach Japan. Mhm. So, die konnten da irgendwie nicht so viel mit anfangen. Die hatten dann irgendwie da vom Roboter gemacht und Sachen, die man anstecken konnte. Ja. So, und dann ging das über hin und her, sind die Amerikaner wieder nach Japan gegangen, haben dieses dann wieder zurückgeholt als Transformer, weil in Japan war es irgendwann ziemlich populär, da gab es viele verschiedene, also gerade irgendwas anstecken, kommt was Neues bei raus, war da wohl populär und dann kamen die zurück. Und was ich da total witzig, interessant zumindest finde, es gab zwei große Konkurrenten, der eine hieß Bandai und der andere hieß Namco. Und als Gamer weiß man ja, es gibt Bandai Namco mittlerweile. Tekken Katamari und sowas haben die gemacht. Die haben God Hand gemacht. Kennst du noch God Hand? Nee. Der Typ, der irgendwann, nicht näher auf die Geschichte eingehen, aber eins der allerbesten Spiele für die PS2. God Hand. Aha. Muss man unbedingt mal gespielt haben. Da fällt mir ein, du wirst wahrscheinlich das, bald das ist jetzt völlig abschreiben. Wie heißt denn das Disney-Spiel nochmal? Disney Square Enix. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, hier, Kingdom Hearts. Ja, da haben sie auf E3 was Neues vorgestellt. Das sah geil aus. Okay. Das passt ja so ein bisschen rein. Lass uns lieber ein Game Podcast machen, okay. Haben wir mehr Ahnung von. Ja, aber auch Fluch der Karibik und sowas mit beiden. Ja, super. Okay. Aber, was auch noch so als kleiner Nebengag ganz interessant war, die Stimme von Optimus Prime ist, also im Englischen, ist auch die Stimme von Winnie Poohs Esel. Ja. Eine ziemlich tolle Kombination. Dann dritte Folge noch, die ich gerne an IA meinst du, ne? IA, was? So heißt der Esel, IA tatsächlich. Heißt der IA? Ja, Faktencheck.
AI kenne ich, okay. Genau. Der hat seinen Schwanz verloren und in einer Folge suchen sie ihn halt wieder. Das ist schmerzhaft, ja. Als drittes, Lego fand ich total interessant. War auch nur dabei. Also war irgendwie Lego, klar, kennt man, ne? Kommt ja aus dem hohen Norden. War eigentlich ein Tischler anfangs. Okay. Dann gab es Wirtschaftskrise. Dann hat er gesagt, okay, jetzt mache ich Holzspielzeug. Warum auch immer, ne? Und der Zweite Weltkrieg half denen auch so ein bisschen, weil die Deutschen waren eigentlich gut im Spielzeug machen oder erfolgreich. Und das war dann irgendwie nicht mehr ganz so populär, sag ich mal, in anderen Ländern, das deutsche Spielzeug. Metall war natürlich nicht mehr so leicht zu kriegen und deswegen wurde das Holz genommen. Und dann ging auch immer das Holz wohl aus. Wir waren wohl zu erfolgreich oder was auch immer. Zugleich brannte von denen auch noch ein Lager ab. Und dann haben wir gesagt, okay, da haben wir kein Holz mehr, dann machen wir halt mit Plastik. Ja, und seitdem ging es ein paar Mal ganz bergab, fast auf Null. Dann kamen immer wieder so ein paar Sachen, die so gerade noch gerettet haben, gerade so diese Star Wars, also irgendwann auf Stories zu gehen und sowas. Mittlerweile sind sie natürlich das Nonplusultra. Ja, genau. Und was ich total witzig fand, dass so die ersten Schlösser waren niemals grau früher. Und die Legos generell nicht. Weißt du auch warum? Vermutlich sind graue Legos am schwierigsten herzustellen. Nein. Lego hat irgendwie so eine Art Charta, dass die niemals Kriegsspielzeug machen. Und aus Grau kannst du dir Panzer bauen. Und das wollten die auf jeden Fall verhindern. Ja, okay. Aber mittlerweile geht das. Die neueren Schlösser und sowas, mittlerweile ist. Aber mit Rittern aufeinander losgehen ist ja, okay. Das ist was anderes. So. Ne, das so fand mit ich den Pechnasen oben auf der Burgmauer da. Ja. Ja, klar. Ne. Ja, aber wieder, also. Folterkammern. Folterkammern gab es, glaube ich, nicht von Lego. Ach ja. Die Erwachsenenversion. BDSM-Lego. Obwohl, wenn die auf dem Boden liegen, ist das ja meistens, du barfuß rüberläufst, genau. Ist ja BDSM genau. Genug. Folterknecht, wie viele Leute haben sie noch in der Folterkammer? 7 und ein paar zerquetschte. Passt, das ging ja auch mit Lego, aber andere Geschichte. Ja. Wie gesagt, man weiß ja mittlerweile, machen die auch Software an so einem Gedönse, ne? Auch recht erfolgreich. Wer die erste Staffel mochte, mag die zweite garantiert auch. Ich fand sie sogar noch besser als die erste, weil mich die Spielzeuge noch mehr selbst betroffen haben, sag ich mal, aus meiner Kindheit. Da gebe ich dem 5 von 5 schlechten Star Wars, Star Trek, oh Gott, wenn die das verwechseln, das ist nicht schlimm, ne? Star Trek Imitation. Ich glaube, das verzeihen sie uns nicht. Nee, das ist vorbei. Ja. Das haben wir den letzten Zuhörer verloren, ja. Ja, wobei, seitdem der letzte Han Solo raus ist, der läuft ja auch nicht so. Von daher wird das dann so allmählich auch wahrscheinlich besser. Es gibt ja auch noch Plakate mit Horst Solo, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau, Horst Solo. Super. Was ich noch gesehen habe, war der Paddle the World. Ich finde, das war nur konsequent. Der paddelt durch die Gegend, oder? Nee, der fährt Fahrrad. Paddle. Ach so. Ich dachte P-A-D-D-L-E. Nee. Und dass ich das geschaut habe, war eigentlich nur konsequent, weil ich hatte doch vor ein paar Monaten mal berichtet über dieses. Ach, ich habe es damals schon falsch genannt. Da haben wir einen Faktencheck drauf gemacht. Und wie kriege ich es jetzt wieder richtig hin? Expedition Happiness oder Expedition Happiness hieß der. Und zwar ging das mit diesen beiden, die mit dem Bus durch Kanada gefahren sind. Ah, ja. So, und die Vorgeschichte ist jetzt erschienen auf Netflix. Und zwar ist er, also der Mann von der Expedition Happiness, ist schon vorher einmal mit dem Fahrrad 18.000 Kilometer gefahren. Und hat sich dabei selbst auch gefilmt und so weiter. Mhm. Und kommt überall halt rum, fährt viel durch Asien, Russland, glaube ich. Ich frage mich mal, wie das geht, weil ich fahre ja auch, also jetzt nicht 18.000 Kilometer auf längere Strecken nur mal mit Rad, aber wie kriegst du den Akku immer voll für die Kameras? Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Das müsste man ihnen dann mal fragen. Oder hat er nicht gezählt? Doch, wahrscheinlich schon, auch irgendwo in der Pampa und sowas, ne? Auch, also er hat aber auch viel in Hotels geschlafen. Okay, ne? Darüber, ja. Und er ist auch nicht so die 18.000 Kilometer am Stück gefahren, sondern er ist dann auch mal geflogen in ein anderes Land und ist dann da wieder aufs Fahrrad gestiegen. Also er hat nicht so diese Tour gemacht, hat sich so die besten Stücke irgendwie rausgeholt. Hat mit seinem Kumpel am Anfang die Reise geplant, mit dem er da losfahren wollte. Und nach 2 Wochen haben sie schon festgestellt, dass sie eigentlich unterschiedliche Ziele haben und haben sich dann schon wieder getrennt. So ungefähr. Aber wo gab es nicht auch so ein Roadmovie mit Hugh McGregor auf dem Motorrad? Ich glaube, in diesem Fall tatsächlich, ne? Ja, die ganze. Das war, glaube ich, diesmal wenig Hugh McGregor. Genau. Wenn nicht, dann bin ich jetzt total am Arsch. Der war übrigens auch gut. Ja, aber das ist jetzt nicht auf Netflix. Das ist nee, so ein aber kleiner Einschub. Trotzdem da die Szene, wo er dann irgendwo in Irland am gefragt, was er in seinem Koffer hat und er so aus Spaß hat, eine Bombe.
Und dann wird erstmal die ganze Reise in 2 Tage nach hinten geschoben, weil sie nicht weiterfliegen können. Ja, aber andere Geschichte. Aber dieses ist halt so, du merkst so richtig, wie er ab und zu am Verzweifeln ist, wo er so wirklich total down ist, weil er dann auch meist oder oft alleine unterwegs ist. Mhm. Und wo er dann so total down ist und auch krank dann auch, ne, also auch Fieber hat und so weiter und mhm. trotzdem immer weiterfährt. Und sind wunderschöne Landschaftsaufnahmen halt auch drin. Neuseeland macht er zum Beispiel auch, fährt mhm. immer quer durch Neuseeland. Dann allerdings mit seiner späteren Freundin schon, die er ja. da, die er auf die so ein paar Touren dann halt auch immer so mitmacht. Er trifft auch immer verschiedene Leute mit ganz anderen Lebenseinstellungen, Lebensphilosophien, die sie mhm. dann auch haben. Und die unternehmen dann auch wieder was zusammen. Er wird eingeladen zum Essen zum Beispiel überall da unterwegs und davon berichtet er dann oft und ja, macht genauso viel Spaß wie Expedition Happiness, was mhm. ich ja auch schon sehr gut fand und würde den auch 4 von 5 Sternen geben, weil Ewan McGregor nicht mit dabei war. Na, wenn der noch dabei gewesen ja, wäre, so dann wären so. Es dann wären es tatsächlich 5 von 5 Punkte gegeben. Aber so, so ist das halt alles nichts, ne? Okay. Ja, ich habe auch noch einen. Erzähl. Und eine Serie ist, also Doku-Serie, Screenland heißt die. Und das geht eigentlich generell um Gaming, sage ich mal, ganz grob. Ach. Ist aber jetzt, okay, das klingt erstmal total spektakulär. Aber das Besondere ist, das geht jetzt eben nicht das Klassische, dass irgendwelche Topseller zeigen und sowas, sondern die haben jedes Mal so eine Geschichte. Eigentlich immer so eine Randgeschichte. Zum Beispiel haben die VR einen, der hat da eben so einen LSD-Trip in einer VR-Brille quasi programmiert. Das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Da habe ich gleich ausgeschaltet, weil als er da, VR-Brille ist ein bisschen viel. Das war eine Gasmaske, wie er da aufgesetzt hatte, oder? Ja, nicht? Anfangs ja, stimmt. Da hatte er. Aber später ging es echt mit VR und dann haben die so komische Zeichen und du musstest irgendwie was boom, boom, boom sagen und dann kam da entsprechende Muster raus und sowas. Mhm. Und die Leute waren wohl relativ begeistert. Kannst du nochmal wiederholen, was du sagen musstest? Wow. Nee, krieg's nicht mehr hin. Klang gut. Daran kann man sehen, wir haben es uns nicht aufgeschrieben. Weil das, okay. Und das war interessant. Also VR waren sogar 2 Folgen im Prinzip, die sich primär um VR handeln. Deswegen dachte ich anfangs auch, es wäre eine reine VR-Serie. Dann kam, was ganz interessant war, so ein Let's Player. Also eine Folge halt in der größten Folge von so einem Let's Player. Der war bekannt für ich spiele die Spiele bis zum Ende durch. Okay. Ich habe den Namen vergessen, ich kenne mich in der Materie jetzt auch nicht so tief aus. Also Gaming schon, aber Let's Player nicht. Und das hat er gesagt, ist er irgendwie 50 Mal am Endgegner gescheitert. Und jedes Mal wurden die Zuschauer einfach mehr. Das war immer der gleiche Scheiß zu sehen, weißt du? Mhm. Er kämpft, kriegt auf die Fresse und dann muss wieder von vorne anfangen. Und die Zuschauer wurden immer mehr. So. Und er wurde bekannt dafür, er spielt bis zum Ende durch. Das Problem war, daran ging er nachher komplett kaputt. Weil er echt die Nächte sich um die Ohren geschlagen hat. Sein Ehe ist irgendwie in die Brüche gegangen, alles. Also eine ganz andere Geschichte tatsächlich. Aber an dem Punkt, wo sie jetzt waren, da machte er, also er hat dann ganz aufgehört und mhm. gesagt, Kohle interessiert mich nicht mehr, ich mach den Scheiß nicht mehr, ich muss mal wieder klarkommen. Ach so, ein Let's Player. Vielleicht nochmal, Let's Player meinst du so ein Google, so ein YouTube-Kanal, ja. wo jemand quasi zeigt, spielt. Wie er daddelt, ja. Ja, und wo man sich manchmal fragt, wer guckt dazu? Ja, und waren wohl recht viele. Er konnte davon ganz gut leben wohl. Muss wohl eine andere Generation sein. Ja. und dann war tatsächlich der Zeitpunkt, wo sie jetzt quasi aktuell waren, war irgendwie eine E3, ich glaube die vom letzten Jahr oder sowas, ne? Also die Electronic Entertainment Expo, also die große Videospielemesse. Da war er quasi von Twitch eingeladen, das ist ja so ein Streaming-Portal. Und dann so als Comeback in Raten, also er wollte das wieder mit anfangen, aber dann klar mit so, ich mache maximal so viele Stunden am Tag und und eine ganz besondere Folge fand ich die Tier-App-Folge. Das war sehr interessant, da gab es erst eine Firma, die hat nur Apps für Katzen entwickelt. Okay. Und für iPad. Ja. So, das war ganz witzig, da siehst du auf dem iPad nur Mäuse rumlaufen. iPad mit PET dann für Tier oder? Nein, das iPad von Apple, da hast du eine App drauf gehabt, wo Mäuse rumlaufen und du hast gesehen, wie die Katzen drauf rumgehauen haben und haben sich gefreut. Okay. Die Leute haben das gekauft wie blöde, die haben richtig Schotter mitgemacht. Hattest du nicht mal das letzte Mal eine Serie vorgestellt, da ging es da auch um eine Katzen-App oder nicht? Diese Serie, die ganz reich geworden sind, diese Leute. Ja, stimmt, ich vermute, dass das irgendwie als
Ideengeber so ein bisschen da reinging. Ja, ja. Da war es aber ja keine Doku, das war ja eine Soap. Ein Film, oder, genau, ja, oder eine Serie. Und dann hatten sie, was ich sehr, eine Mops-App. Eine Mops-App. Also eine App für Möpse. Okay. So, also gar nicht so viel für Fans von den Viechern. Und das ging. Das Tiere. Das sind Tiere, keine Viecher, bitte. Das war jetzt nicht wertend gemeint. Das sind Hunde von mir aus, ne? Oder Köter. Wie auch immer. Ja. Und das ging, da war eine Art Social Network. Mhm. Mit wo du einen Hund spielst, einen Mops. War das ein Mops oder was, ein Dogge? Irgendwie, also so ein kleines, irgendwie so ein kleines Vieh, ne? So ein Mini-Hund. Ja. Und das konntest du dir gegenseitig an den Mors schnüffeln und dann hast du dich quasi gesagt, aha, wir sind jetzt Freunde. So wie das Hunde so machen. Okay. Aber jetzt nur virtuell, hoffe ich. Ja, genau. Okay, aber klar. Was witzig war, das ging über Kickstarter, die haben einen eigenen Controller entwickelt. Dafür. Ein Mops-Controller. Ja, so ungefähr. Du hattest du erstmal so eine Art großen Filzball, der war dir dann die Steuerung, also wie so ein Trackball, um zu bewegen. Und unten hattest du die untere Hälfte von einem Mops-Stofftier. Okay. Wo du den Mors, da konntest du dann irgendwie draufhauen und dran schnüffeln und keine Ahnung was. Und es gab die großen Mops-Partys und also das war so bizarr, aber das habe ich noch nie so gesehen. Also es muss auch wohl funktioniert haben alles. Das kommt bestimmt aus Japan, oder? Nee, der Typ, weiß ich, also total krass war, der hat sogar seinen Job geschmissen, um diese App zu programmieren. Da habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, total interessant. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Also die meisten total, es gab so ein paar, die sind nicht so spannend gewesen. Da war zum Beispiel so eine Rapperin, die, das nannte sich Nerd-Rap. Fand ich jetzt nicht so spektakulär, wie da, ich fand es mittelmäßig, da am Rumrappen war, hatte nur so am Rande irgendwie so einen Games-Bezug, fand ich. Mhm. Aber ansonsten, also ich finde die Serie, also ja, die Doku-Serie kann man sich echt gut angucken. Als Voll-Nerd, sag ich mal, als Gaming-Interessierter und mal was anderes sehen möchte. Ja. Deswegen gebe ich ihm, sagen wir, 3,5 von 5. Ja. Möpsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke mir momentan auf Netflix eigentlich fast lieber Dokumentationen an als Filme. Ja. Muss ich sagen, weil man findet immer irgendwas Abgedrehtes, irgendwas, ja. Wo man sagt, gut, das wollte ich immer schon mal wissen oder ich wusste das noch nicht. Ja. Ne? So wie wird man nie was mit anfangen können, genau. Neben meinem Kneipenquiz. Genau. und genau sowas habe ich nämlich auch gefunden. Nennt sich Raiders, the greatest fan film ever made. Raider O'Reilly. Raiders. So wie Raider, nicht Twix, sondern so, Raider. Raiders. Six heute, genau. Ja. In welchem Film kommt Raiders vor? Aus Lost Ark. Genau. Indiana Jones. Und darum geht es auch. Und zwar geht es um Kinder. Im Raiders of the Lost Ark. Welcher? Ist richtig. Jäger des verlorenen Schatzes heißt der. Das war doch der mit der großen Kugel. Und wo er dann das Idol quasi gegen Sandsack austauscht und genau, sowas. Ne? Ja. Genau. So, und da gab es wohl Jugendliche in Amerika irgendwo, ich will jetzt nicht, ich glaube, sonst müsste ich wieder einen Faktencheck machen, aber das sah sehr nach Iowa. Weil es mit Vader wieder passen. Ja, ja. Es sah vor allen Dingen, stimmt. Es sah vor allen Dingen sehr nach es sah nicht gerade nach Großstadt aus, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ja. Ich vermute mal irgendwo in den Südstaaten, irgendwo da. Da lebten drei Jugendliche, 11 Jahre, und einer von denen hatte den Film gesehen und hatte sich gedacht, geil, den drehe ich nach. Mhm. Und dann geht es jetzt halt darum, wie diese Jugendlichen, also in dieser Dokumentation halt darum, das wie diese Kinder, wie diese Kinder ja, aber bis sie dann ins Erwachsenenalter reingehen, diesen Film nachdrehen. Ja. Und zwar wirklich 1:1. Also sozusagen diese Szene, die du genannt hast mit dem Sandsack, die drehen sie dann auch irgendwie nach. Ja. Die mit der Kugel, die haben auch diese Kugel noch, die sie sich da aus, ich weiß gar nicht, ob das Styropor ist oder aus was auch immer, haben sich die nachgebaut. Und die verbringen quasi immer ihre kompletten Sommerferien dann mit diesem Film zu drehen. Ja. So, und jetzt gibt's. Und sind die auch, also beim Drehen chronologisch vorgegangen? Also fangen wir mit der ersten Szene an oder haben die das echter Film, genau, mal das, mal das? Die haben mal das, mal das gedreht. Ja. Und es gab ein großes Problem. Das Budget vielleicht. Ja, genau. Und zwar ganz genau für eine Szene. Ich weiß nicht, ob dir die noch bekannt ist. Da kämpft er mit so einem Deutschen, mit so einem Schwergewicht unter so einem Propellerflugzeug. Ja, klar. So, und dann wird der eine. Das ist die Szene, die im Fernsehen geschnitten wird. Genau. Und ja. Da sucht er halt in Hollywood jetzt noch einen Sponsor für. Das wird dann auch noch so gezeigt. Und dann sagt er aus Hollywood, sagt dann, ja, eigentlich mache ich ja nur Filme, die müssen ja schon Profit machen. So fängt er dann an. Aber sagt er, für die Idee mache ich das so ungefähr. Ne? Und das ist halt total lustig. Und da geht es wahrscheinlich auch nicht um Millionen, die sponsern sollen, sondern eher um kleinere Beträge, genau, wahrscheinlich. Ne? Genau. Es geht in diesem Film halt auf der einen Seite darum, dass sie diesen Film drehen. Allein diese absurde Idee, diesen Film 1:1 nachzudrehen. Aber wirklich 1:1 nachzudrehen.
Dann geht es darum, dass man sieht, wie die Kinder wachsen in dem Ding, wie sie immer noch Kumpels bleiben und immer noch an diesem Projekt, immer noch an diesem Projekt arbeiten. Dann siehst du entnervte Eltern, die darüber reden, die also von Anfang an so ein bisschen nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen und so weiter. Und das ist einfach spaßig. Also es ist so, und zwar nicht so mit Absicht. Also so sind halt keine Lacher drin irgendwie so, aber es ist so, schon so das Ganze so ein bisschen zum Schmunzeln halt, ne? Weil auf die Idee muss man erstmal kommen. Und The Fanfilm Ever, sie zeigen auch immer so Szenen und dann immer in links immer das Original und rechts dann immer das, was sie da gedreht haben. Ja. Und es macht einfach Spaß, da zuzugucken. Und dementsprechend würde ich Ihnen 4 von 5 Affenhirne auf Eis geben. Sehr schön. Gibt's das Ding auch irgendwo komplett zu sehen? Weißt du das? Das ist den Film. Ich glaube, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich gibt's den auf YouTube. Bin mir aber nicht sicher. Müsste man mal gucken. Ja, würde mich interessieren. Ja, ist sehr, sehr witzig. Okay. Ganz komisch. Man muss dazu sagen, ich habe so viele Dokus in der letzten Zeit geguckt. Die werden mir jetzt schon vorgeschlagen. Ich habe sonst immer nur Filme vorgeschlagen gekriegt und Serien und so weiter. Serien mit starker weiblicher Hauptrolle, mit starker männlicher Hauptrolle, alles, was da gibt. Und jetzt werden mir auch immer Dokumentationen angezeigt, unter anderem auch die. So, ich glaube, du bist wieder dran. Hast du noch eine? Ich glaube, nee, dokumäßig bin ich durch. Ich habe noch eine gesehen, die du auch gesehen hast. Nö, dann bin ich also offensichtlich doch nicht durch. Penn and Teller, was sagt ihr das? Ach so, das ist ja schon länger her, ja, dass ich das mal gesehen habe. Das sind die beiden Zauberer, der Stumme und der Lange, sag ich mal. Genau. Das sind zwei amerikanische Zauberer aus Las Vegas. Also zumindest treten sie da auf. Ja, sie treten da auf. Und es geht in dieser Serie darum, dass immer Zauberer auftreten, die einen Trick vorführen, und wenn die beiden nicht wissen, wie dieser Trick funktioniert, dann haben sie gewonnen, sozusagen. Dann kriegen sie eine Abendshow in Las Vegas. Also, und die erklären es dem Publikum nicht ganz. Genau. Also bei den einfachen, na gut, einfache gibt es ja nicht. Das sind ja echt sehr brillante Sachen, und dann sagen, so deuten sie so an, dass der andere weiß, sie wissen Bescheid. Genau. Und gehen aber nicht ins Detail, damit die Zuschauer nicht wissen, wie das funktioniert. Und da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei von Leuten, die mit ihren iPads zaubern, sozusagen, die den Ball aus dem iPad holen, was man ja auch schon so zwischen kennt. Dann so Sachen, die dramaturgisch richtig gut aufgebaut sind. Ich erinnere mich noch an so eine Art Geisterhaus, wo dann sozusagen er im Spiegel dann plötzlich aufgetaucht ist und einmal nicht, und der Spiegel hat ihn dann wieder gezeigt. Und er wurde nachher in diesem Spiegel reingezogen und war nachher gar nicht mehr in der realen Welt, so ungefähr. Also ganz, ganz wilde Sachen, die dabei sind. Und es gibt immer dann noch Leute, man weiß ja nie, ob das so gestellt ist oder so, aber es gibt da immer noch Leute, wo sie beiden dann eben nicht wissen, wie das gemacht worden ist. Ja. Und komischerweise sind es immer die einfachen, wo du immer denkst, das kann doch nicht so kompliziert sein, dann machst du so und so und so weiter, aber dann sind es meistens Kartentricks. Kartentricks sind halt auch sehr, sehr viele dabei. Und ja, finde ich total brillant. Mhm. Und die sagen dann auch immer, ja, das basiert auf den und dem Zauberer, müssen wir noch mehr sagen? Nee, müssen wir nicht, so ungefähr. Ja. Und ja, ist ganz nett gemacht. Ja. Und die beiden, die zaubern dann auch noch so ein bisschen immer, haben auch noch mal was, und die haben auch Spaß dran, das merkt man einfach. Ne? Mhm. Einer, der redet halt, weil der andere ist halt so mehr so der Charlie Chaplin-Typ, der so ein bisschen, der eigentlich kaum was sagt oder so, aber den anderen trotzdem irgendwie immer überlegen ist. Mhm. Und es macht Spaß, ist schön, ist auch was für Kinder, muss man sagen. Ja. Und schon haben wir selten genug bei uns, ne? Genau. Ja. Und ja, sollte man sich mal angucken. Nennt sich Penn and Teller Fool Us. Aha, legt uns rein quasi. Genau, legt uns rein. Dann habe ich noch eine Doku und... halt. Ach so, ich dachte, du hättest keine mehr. Punkte. Ach, Punkte, ja. Penn and Teller. Ich würde mal sagen, ich gebe ihnen 4 von 5 Grünkohl. Ist der Grünkohl? Ja, weil ich immer Teller Grünkohl esse. Oh Gott, ist das schlecht. Okay. Also wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen. Das ist so schlecht, das hätten wir eigentlich abbringen müssen. Aber gut, ne? Ja, nee. Na gut, dann nicht. Okay. So, jetzt muss ich jetzt mal traurig werden. Oh. Weil die nächste, und das ist dann auch die letzte Doku, die ich noch gesehen habe, die habe ich ganz am Anfang des Monats gesehen. Und die ist ziemlich heftig, aber auch ziemlich brillant. Geht um den 13. November-Angriff auf Paris. Erinnerst du dich vielleicht noch an das Fußballspiel Frankreich gegen Deutschland, wo dann da plötzlich die Bombe hochgegangen ist? Und dann ist da auch noch in der Stadt überall rumgeschossen worden. Mhm. Und dann gab es auch noch dieses Heavy-Metal-Konzert.
Stimmt, ja. Wo die Bataclan, wo dann auch Leute waren und auf die Menschen rumgeschossen haben. Und geschossen, nicht rumgeschossen. Und da geht's halt darum, und zwar immer aus der Sicht der Opfer. Die haben also Überlebende befragt, immer nicht so, wie man das aus vielen Dokus kennt, so heischend irgendwie, so ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also so reißerisch, sondern ganz ruhig. Die meistens sitzen die da an einem Tisch und erzählen davon einfach nur. Ja. Und und da wird der ganze Abend nochmal Revue passiert lassen, was da passiert ist. Und zwar gehen die auch wirklich nicht ein bisschen auf die Terroristen, auf die Ziele und so weiter ein, sondern es geht einfach nur darum, den Menschen ein Sprachrohr zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Was sie empfunden haben. Was sie empfunden haben. Und auch nochmal den Abend, auch dann nochmal ihre Verstorbenen beispielsweise, die das eben nicht überlebt haben, nochmal zu Wort kommen zu lassen. Also nochmal darüber zu reden, was waren das für Menschen und so weiter. Und das ist einfach brillant gemacht einfach. Mhm. Es ist sehr ruhig. Man braucht sehr starke Nerven. Also es ist nicht so, also es ist nichts für Suizidgefährdete, glaube ich. Also das sollte man sich wirklich nur dann angucken, wenn man schon so ein bisschen dass es schon so ein bisschen ab kann. Es sind Dreiteiler, also es ist eine Miniserie, die sie dort haben. Und der geht halt so chronologisch vor, geht los bei dem Fußballstadion, dann gibt's gegenüber vom Fußballstadion noch so ein kleines, so eine Brasserie oder ein kleines Restaurant. Mhm. Da geht das dann weiter und endet dann im Bataclan mit der Erstürmung durch die Polizei bis zum Schluss. Mhm. Und es ist erschreckend, mehr will ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Und man sollte sich das echt mal angucken. Mhm. Weil es ist schon so, dass es vielleicht auch so ein bisschen die persönliche Sicht auf solche Themen vielleicht auch prägt. Mhm. Ne? Und ja, ich wäre auch nicht bereit, dafür irgendwelche Punkte zu geben, weil das Thema einfach nicht dazu passt. Es hat mich wirklich sehr mitgenommen und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ist was für Leute, die sich mal damit auseinandersetzen möchten. Ne? Ja, man muss ja generell, wenn so ein ernstes Thema möchte, da gibt es ja generell, ob man das bereit ist, an sich ranzulassen oder eben auch nicht. Ne? Genau. Also es ist mit Sicherheit nicht für jedermann was, ist aber was vielleicht, ja, für wen ist das was? Eine gute Frage. Für Leute, die sich gerne informieren, glaube ich. Um mehr geht es da einfach nicht. Mhm. Ne? Genau. Damit haben wir die Stimmung im Keller. Ja. Kriegen wir sie wieder raus? Ja, was haben wir als nächstes? Also Doku sind wir durch, ne? Ja. Nächste Kategorie, wäre es jetzt Film oder wäre es jetzt Serien? Ist eigentlich egal. Lass uns mal, ich mache, wie beim letzten Mal, da hast du einen Film genommen, meintest, das wäre eine Serie oder umgekehrt? Das, was wir hier nie tun. Okay, lass mal erstmal Serie machen. Okay. Mhm. Moment einmal. Ich muss etwas scrollen. Soll ich anfangen? Ja, mach ruhig. Ich habe mir angeschaut Queen of the South. Super Serie. Spielt zum Teil in Mexiko und zum Teil in Amerika. Mhm. Trump kann so viele Zäune bauen, wie er ja will, weil die gehen unterirdisch durch. Davon mal ganz ab. Es geht darum, es geht um so eine Art Mafia. Ich weiß gar nicht, wie die in Mexiko heißen. Heißen die auch Mafia? Keine Ahnung. Und es geht um eine Frau, die als Kassiererin wohl arbeitet und dann... Also innerhalb der Mafia-Organisation Kassiererin? Nee, erstmal nicht. Ganz, okay. Und auf eines Tages jemanden kennenlernt. Mhm. Ein Mann, der bei der Mafia angestellt ist, sozusagen als Kurier. Ja. So, und der gibt ihr sozusagen einen Notfallplan, was passiert, wenn ihm mal was passiert. Ja. Und was sie denn machen soll. Und es geht darum, er hat so ein Buch und das soll er an jemanden weiterleiten. Und in diesem Buch stehen wohl sehr viele Dinge drin, die nicht so gut für die Mafia, also die sozusagen Druckmittel für die Mafia. Ja. So, dann kommt es natürlich, wie es kommen soll. Er wird irgendwann getötet. Und sie hat noch eine Freundin, der Mann von der Freundin wird auch getötet, der ist auch bei der Mafia und die beiden flüchten dann und werden aber geschnappt, allerdings nicht von diesem Mafioso, sondern von der Frau des Mafiosos, die aber Streit miteinander haben. Sie ist sie arbeitet in den USA, baut da ihr Imperium auf und er will gerade Politiker werden. Also so, und das sind die beiden Bösen, die beiden Schurken. Und sie muss sich da jetzt so allmählich hocharbeiten.
Sie fängt an, dass sie Drogen schluckt und damit in Plastiktüten. Also als Kurier. Als Kurier. Mhm. Die vor ihr, die das vorher gemacht hätte, die stirbt, weil das platzt in ihrem Magen. Mhm. Und sie muss das dann übernehmen und sie geht dann damit zum Flughafen quasi und innerhalb des Flughafengebäudes spuckt sie das dann wieder aus, dann können sie damit wegfliegen, weil dann ist die Zollkontrolle ja im Prinzip schon vorbei. Darum geht's dann halt, ne? Mhm. Und sie arbeitet sich dann da so langsam hoch und hat immer noch dieses Buch irgendwo in der Hinterhand, das hat sie auf der Flucht irgendwo versteckt. Ja. Traut sich aber nicht, weil sie niemanden trauen kann, das irgendjemandem zu zeigen. Mhm. So, und jetzt geht es halt darum, sie will dann irgendwann aussteigen natürlich und mit ihrer Freundin auch. Ja. Und dem Sohn der Freundin. Und jetzt müssen sie nur wissen, wie. Und da hilft natürlich dieses Buch dann irgendwie auch wieder weiter. Das Ganze ist ziemlich hart. Also sehr. Ich dachte, es geht darum, dass sie zum Boss quasi aufsteigt. Genau. Darum geht es nachher. Ach so. Eigentlich geht es darum, also das ist auch übrigens, finde ich, eine seltsame Herangehensweise an diese Serie. Ganz am Anfang ist sie der oberste Boss. So, ne? Und dann wird sie erschossen und dann geht die Geschichte los von Anfang an. Ah. Ungefähr. War jetzt kein Spoiler-Alarm, glaube ich, wenn das in den ersten zwei Minuten okay, passiert, ne? Ja. Auf alle Fälle klappt das natürlich, geht alles Mögliche schief. Mhm. Und so endet dann irgendwann die erste Staffel ziemlich böse. Und jetzt warten wir mal, die zweite habe ich noch nicht gesehen. Was man aber sagen muss, es ist alles sehr hart, also es ist nicht so good feeling, Fernsehen so ungefähr. Manchmal schon so ein bisschen lustig, weil die Protagonisten auch da sehr gut spielen. Die Hauptdarstellerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber super besetzt. Die böse Frau des El Comandante, hätte ich fast gesagt, ja. Oder das ist Kuba, andere Geschichte. auch super, super besetzt und ja, es passiert halt eine ganze Menge. Ne? Und man spürt ständig diese Verzweiflung. Man will eigentlich da raus aus dieser Nummer, aber man kann es irgendwie nicht. Ne? Man wird nicht gelassen. Mhm. Quasi darum geht es dann halt. Ne? Und es geht natürlich auch um Prostitution, um Drogenhandel und das ganze Programm. Und das ist mal echt mal eine Serie, die ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe da vorher. Ich habe 5000 Mal Werbung und sowas mal gesehen. Ich habe so eine Serie selber auch noch nicht geschaut. Ja, ist auf jeden Fall meines Erachtens eine der besseren Serien, also die auf Netflix sind. Und wer so eigentlich Breaking Bad mag, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen auch, ne? Das fängt ja so ganz harmlos irgendwie an und so ja. weiter und das steigert sich dann immer mehr und es wird immer brutaler. Mhm. Und das passiert da halt auch. Ne? Und Breaking Bad ist nicht so brutal ist. Also das ja, also nicht visuell brutal, ja, sagen wir es mal so. Ich meine auch nicht brutal, ist nicht der falsche Ausdruck. Es wird intensiver, ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Ne? Und das passiert da halt auch. Ne? Es wird immer sie geht dann auch immer mehr Risiken ein, ne? Macht immer mehr, erschießt dann zum allerersten Mal jemanden und so weiter und so weiter. Und das schaukelt sich dann immer mehr hoch. Und dann sind da noch die verschiedenen Clans, die da mitspielen. Wie kriegt man die unter einen Hut und so weiter? Das ist schon so eine ganz große Geschichte. Mhm. Sehr, sehr vielschichtig, sehr komplex, aber auch mit sehr einfachen Stilmitteln erzählt halt. Und finde ich total. Auch nicht so konfus wie Westworld 2 oder so. Nee. Okay. Nicht so konfus wie Westworld 2. Stimmt, können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf kommen. Ist aber nicht Netflix. Nee, stimmt. fand ich super, muss ich echt sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Bin ich dran geblieben, bis zum Ende. Und das kommt nicht besonders häufig vor. Wenn man so einen Podcast macht über Serien, dann neigt man oft dazu, sich bloß noch Serien anzufangen, zwei, drei Teile zu gucken und dann erstmal wieder aufzuhören und was anderes zu gucken. Aber hier muss ich echt sagen, da bin ich bis zum Schluss dran geblieben. Und war super, echt. Also war toll gemacht. Und dementsprechend kriegt die Serie auch von mir 5 von 5 Tacos. Okay, sehr schön. Was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen The Wench. Habe ich auch mal mit angefangen, ganz kurz. Ja, vor langer Zeit. Ich bin jetzt auch nicht so ganz weit eigentlich, aber es ist eine ganz nette Sitcom. Das geht um. Einer der Schauspieler ist der Cowboy von The Big Lebowski. Der ist der komische Erzähler, der da am Tresen sitzt. So, und deswegen hast du das auch angefangen, richtig? Den habe ich gesehen, deswegen habe ich, oh geil, ja, das kann, ich glaube, das war ein Vorschaubild sogar. Das kann kein Grund gewesen sein, ja. Ging mir nämlich genauso. Und wer mitspielt, ist Ashton Kutcher. Der hat ja, genau. Bei Two and a Half Men später den Charlie beerbt, sozusagen. Der hat dann noch die Pferde angespannt.
Der hat was? Die Pferde angespannt, ist doch der Kutscher. Ah. Ein Brüller. Oh Gott. Ja, da war es auf jeden Fall, dass es ja gerade um die Ranch geht, da geht es ja auch um Pferde, deswegen, okay. Passt dann ja die Rolle zu also, ihm, ne? Ja, der Typ ist, er war oder wollte mal Footballspieler werden, kommt dann irgendwie nach Hause und das Verhältnis zu seinem Vater, der ist ein Cowboy, ist halt nicht so das Beste. Er entscheidet sich aber jetzt, ihm auf der Ranch zu helfen, weil dem geht es wohl finanziell total schlecht. Hat er noch einen Bruder dabei, die beiden sind halt so, wie Brüder halt so sind. Ne, teasen sich die ganze Zeit. Die teasern sich? Ja, die teasern, also sie necken. Ach, die necken, necken sich. Ah, okay. Ja, kommt einem bekannt vor, ne, oder? Ja, wir auch. Ja, also ist einfach eine gute Sitcom, Punkt. Also man kann auch nicht viel mehr zu sagen, weil Sitcom ist, braucht man jetzt auch nicht groß über die Story zu reden, weil das ist sie ja schon, ne? Also sie sind auf der Ranch und ja, das ist zwar vom Setting so ein bisschen auf Ernst gemacht, weil sie sagt, Vater ist immer schlecht drauf, weil Geld ist weg und aber eigentlich ist es eine Comedy-Sitcom größtenteils. Aber ohne künstliche Lacher, ne? Wenn ich das richtig weiß. Oh, warte mal. Doch, das war mit. Ich okay. meine, da waren auch Lacher mit eingeschnitten. Jetzt bin ich jetzt aber nicht mehr so ganz sicher. Ja, also es scheint sehr tief drin zu sein. Ja, sowas ist eine Nebensächlichkeit, die bleiben mir nicht hängen. Okay, vielleicht ist das dann ja... Dann trifft es noch eine Ex-Freundin, die natürlich jetzt 9 hat eigentlich und sowas. Da funkt das wieder zwischen den beiden. Ja. Und also alles, was so ein Drama oder Dramedy so braucht, wo das Ödi da wohl der größere Part ist als das Dre. Mhm. Wenn man das so sagen mag. Ja, nette Sitcom. Ja, man darf nicht zu viel erwarten. Das ist bei Two and a Half Men oder El Bundy oder sowas, sag ich mal, das ist ja jetzt auch nicht so hochtrabend. Das kann man sich angucken mal, kann auch mal eine Folge auslassen. Deswegen gebe ich dir mal so 2,5. Brooklyn 99, weil von ja auch 5. Kelbon. Kelbon, ja, klingt sehr gut. Weil die scheint, auch Kelber zur Welt bringen und so. Ja, scheint auch sehr überlegte Antwort von dir gewesen zu sein. Erinnere mich so ein bisschen an Brooklyn Nine-Nine. Ich glaube, ich finde Brooklyn Hast du mal gesehen, Nein, ich nicht. Nine-Nine ist so die für mich so das Beste, was natürlich außer, was es da nicht alles gibt, was sehr bekannt ist. Aber Brooklyn Nine-Nine ist so eine Serie, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, so muss ich sagen. Und das war auch so ein Comedy-Format. Ne? Man erwartet das ja nicht. Es geht ja eigentlich um eine Polizeistation, da erwartet man irgendwelche Fälle, die abgeschlossen werden und so weiter. Und die ziehen das alles so ins Lächerliche und machen da halt so eine, ihr Comedy-Programm da, dadurch. Finde ich einen Ansatz, muss ich sagen. Ja. Also ich mache den Cowboy einfach. Den sieht man nicht so häufig und ich mache ihn als Typ einfach. Der sieht auch noch genauso aus. Also ich glaube, das ist auch ein Schauspieler, der sich wahrscheinlich für keinen Film den Schnäuzer abrasieren würde oder sowas. Ja. Ja. Ist halt älter geworden, aber sonst sieht er noch genauso aus. Also ich habe mir angeschaut, tote Mädchen lügen nicht. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Irgendwas. Ah, das ist schon, das fängt schon so an. Das geht so los, dass man als erstes der Hauptdarsteller dieser Serie ins Bild kommt und sagt, Achtung, wenn du selbstmordgefährdet bist, guck dir das jetzt lieber nicht an. Hier kriegst du Hilfe und dann blenden sie eine Telefonnummer ein. So fängt das schon mal an. Damit ist auch schon so ziemlich erklärt, worum es in dieser Serie geht. Ach, geht das nicht darum, als es ein Mädchen, was schon tot ist und die berichten, wie es dazu gekommen ist? Oder, nee, anders. Irgendwas mit den Freunden und so weiter. Genau, ne? Genau. Es geht darum, dieses Mädchen hat sich umgebracht. Am Anfang ist halt auch alles so schockiert und der Hauptdarsteller da kriegt ein paar Tage nach ihrem Tod Kassetten zugeschickt von ihr, die sie besprochen hat, um zu erklären, warum das alles passiert ist, so ungefähr. Und das ist erschütternd. Das ist wieder so echt ein Programm, um dich immer wieder so richtig runter zu ziehen. Also es ist halt so ein bisschen so typisch amerikanisches Klickenbilden und sowas auch, ne? Ja, genau, darum geht es. Cool, genau, es geht um es geht tatsächlich um Mobbing, es geht um Cybermobbing auch, alles drin. Und sie erklärt das halt so. Und sie sagt auch zu dem Hauptdarsteller, du bist auch schuld, du kommst irgendwann auch noch auf einen von den Kassetten. So ungefähr. Und deswegen hört er sich diese Kassetten dann halt immer an. Und er hört sie sich nicht irgendwo an, sondern da, wo sie immer gerade beschreibt, wo die Szene beschreibt. Dafür, dass sie. Also, sie sagte ihm das vorher, von wegen, das ist jetzt auf der Toilette vom. Ja, so ungefähr, ne? Also, fahr da mal hin. So ach so, ungefähr, okay. Ne? Also, sie gibt ja, genau. Anweisungen. Genau. So, ja. Und dafür, dass sie tot ist, hat sie ziemlich viel Filmzeit, muss man mal so sagen. Ja. Weil das ja mal aus der Vergangenheit immer wieder eingeblendet. Siehst du dann quasi Szenen, die passiert sind, als sie noch. Ah, okay, verstehe. Genau. So, und ja, ist,
erschüttern, klar, keine Frage, was auch eher was zum Nachdenken, auch eher was, was man, auch da sollte man schon, ist schon richtig, man sollte gefestigt sein, wenn man sich das anguckt. Gut, ich vermute auch gerade dieser Vorstand, vielleicht auch so ein bisschen so Nachahmertäter wollten sie vielleicht auch vermeiden. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, geht halt da darum, dass man genau sowas vermeidet. Ich weiß, dass viele das total mögen und so weiter, aber ich habe noch nicht so den hundertprozentigen Zugang dazu gekriegt. Zumal es gibt jetzt eine zweite Staffel, was eigentlich Quatsch ist, ne? Weil sie hatten ein Tape mit 10 Kassetten oder so. Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt in der zweiten Staffel da machen wollen. Es gibt, nee, es ist dieselbe. Und es geht ja darum, 10 Gründe, also so ungefähr, ne? Und in jeder Folge wird halt einer von diesen Gründen genannt und so weiter. Und ich glaube, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, da noch eine zweite Staffel zuzudrehen. So Titanic 2, ja, genau. Ja. Wobei ich bei The End of the Fucking World eine zweite Staffel gerne gesehen hätte, aber die ist ja wohl abgesagt jetzt. Da wird eine zweite kommen? Okay. Nee, gibt's jetzt nicht mehr. Also die sind sie weg. Aber da weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Teile davon gesehen. Man muss schon sagen, schauspielerisch sehr gut gespielt von allen Protagonisten. Ja. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Wurde das hast du schon 3-mal gesagt. Echt? Oh Mist. Gut. Ja, aber es packt mich nicht irgendwie. Also es ist so, mich persönlich, ist was Persönliches wahrscheinlich. Mich packt es nicht. Wobei andere da total wahrscheinlich jetzt gerade, wenn sie diesen Podcast hören, mich am liebsten zerreißen würden, weil das gerade so ein Hype-Ding ist momentan, was ich auch durchaus verstehen kann. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die mögen das total. Ich nicht. Ja, wobei vielleicht auch das Problem für uns ein bisschen ist das Kulturelle. Das ist im USA, ich glaube, ganz anders und viel heftiger ist, ne? Der ja. Umgang in Schulen miteinander und sowas. Ja. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht kenne ich es nicht. Genau, ja. das könnte der Fall sein. Vielleicht ist es zu unglaubwürdig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wie gesagt, Schauspieler ist okay. Nicht nur okay, sondern alle gut. Dementsprechend kann ich es auch nicht total verreißen oder so. Das wird dem auch nicht gerecht werden. Es ist einfach nicht, vielleicht nicht momentan mein Thema. Vielleicht, wenn ich das in einem halben Jahr geguckt hätte, in einer gewissen Stimmung, wer weiß, vielleicht hätte ich es gut gefunden. Dementsprechend gebe ich dem mal 3 von 5 Punkten. Nur was für Punkte? Datasetten oder was weiß ich. Okay. So ungefähr. Ja. Gut, dann habe ich noch einen gesehen, eine Serie relativ frisch gesehen. Kiss Me First. Klingt jetzt erstmal nach einem Schnulzen. Ja, wurde groß angekündigt als das Ready Player One in Serie. Und da war ich dann schon sehr skeptisch. Okay, da kann ich nicht beurteilen, weil ich Ready Player One weder gesehen noch gelesen habe. Es geht um eine, ja, worum geht's? Woran hat es gelegen? Ich sag mal, woran hat, nee, es geht primär um Loser, sag ich mal. Oder Leute, die sich selber als Loser sehen, die so ein sozial also ein bisschen abgeschottet sind, wohnt allein, eine wohnt mit ihrer Mutter zu Hause, die Hauptdarstellerin, deren Mutter ist gestorben, die hatte sie wohl gepflegt eine Zeit lang, ist sie quasi allein zu Hause und die flüchten sich abends in eine virtuelle Welt, in so eine VR-Welt. Mhm. Diese VR-Welt sieht aus, also ein relativ großer Teil spielt auch in dieser VR-Welt, das ist so 50-50 fast, ne? Sieht so aus tatsächlich wie so ein modernes VR-Technik, sag ich mal. Du siehst ja so Avatare, mit denen die sich dann kloppen, unter anderem. Eigentlich ist das so ein MMORPG, ne, also Massive Multiplayer Online. Und da können die sich halt prügeln und sowas. Also ist halt ein Spiel. Es gibt in dieser Welt aber einen geheimen Bereich, sag ich mal, den irgendwelche Nerds, die sich wieder selbst Loser nennen, gebaut haben, wo eben Leute reinkommen, die genau wissen, wie sie da hinkommen. In die virtuelle Welt. Die Technik, in der sie in dieses Virtuelle reingehen, ist ein bisschen fortschrittlicher als unsere. Als jetzt, also aber nicht deutlich, also nicht übertrieben. Also es ist jetzt kein Science-Fiction, sondern die haben da eine Brille auf, aber die haben auch Handschuhe zum Beispiel und die haben auch irgendwie was, mit dem sie quasi, wenn sie im Virtuellen in den Bauch geschlagen werden, kriegen sie auch tatsächlich hier Schmerzen im Magen, sag ich mal. Die haben da irgendwas um. Deswegen ist es jetzt nicht Science-Fiction-mäßig, sondern es ist durchaus glaubwürdig und die Welt scheint auch von heute zu sein. Also es ist, also die reale Welt spielt einfach in größtenteils in England, das ist eine englische Serie. So, und da geht's um, wie heißt er? Layla? Heißt sie wirklich Layla? Meine Rechtschreibkorrektur hat das jetzt nicht gemacht. Also ich dachte, die Hauptdarstellerin, die lernt in dieser virtuellen Welt eine Tess kennen. Die ist im Gegensatz zu allen anderen, mit denen sie sonst zusammen macht, eben gar nicht so dieser Loser-Typ.
Also wie das Loser immer aus eigener Perspektive gesehen, sondern die ist Party King, sag ich mal. Die tanzt da, hottet da ab bis zum geht nicht mehr und ist eigentlich. Freakig. Ja, aber wie gesagt, auch wohl recht populär, gehe ich von aus, weil wie gesagt, sie ist da diese Riesenparty und tanzt da rum und alle irgendwie so um sie rum zu. Die zieht eigentlich die Layla so ein bisschen in diesen Geheimbund, sag ich mal, rein und möchte sie da reinbringen. Und die verschwindet dann plötzlich. So. Und dann geht es so ein bisschen daraus, versucht eben die Layla herauszufinden, wo ist sie denn? Also die hat sich virtuell kennengelernt, die haben sich aber auch real kennengelernt, die beiden. Ne? Und dann sterben Menschen durch irgendjemanden wohl in der virtuellen Welt. Also jetzt ist es nicht so ein, kann man sich rausworfen, weil es ist ja eine reale Person. Er mordet, bringt die Leute in der realen Welt dazu, Sachen zu tun, um sich selber zu töten oder bringt sie halt um. So ganz tief bin ich noch nicht drin, was er genau da macht. Ich habe so eine Ahnung, dass es auch eine Love Story zwischen der Layla und der Tess geben wird. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber das bahnt sich in meinen Augen so ein bisschen an. Ich finde auch schön da drin, dass so Metaebenen, zum Beispiel so Nebenthemen eigentlich nur, zum Beispiel, dass du diese VR-Welt erstmal bezahlen musst. Die müssen halt, das ist jetzt nicht so wie Drogensüchtiger, so teuer ist es quasi nicht, aber so ein paar hundert Euro, sag ich mal, im Monat, müssen die erstmal aufbringen. Und das ist so ein leichtes Suchtverhalten auch, ne? Um da eben weitermachen zu dürfen. Finde ich ganz interessant. Charaktere sind toll, wobei ich generell bei britischen Charakteren, britisch mag ich einfach, ich weiß nicht warum, aber ich mag das total. Wie gesagt, die Layla, ich hoffe, die heißt wirklich so, jetzt habe ich so viel von den Namen gesagt, die heißt doch Rihanna, ist toll, sie hat dann auch ihr Haus noch untervermietet, weil die Mutter ja gestorben ist und sie braucht Geld und sowas und so ein total durchgeknallten Typ, also positiv durchgeknallt, der dann auch, wenn er sagt, voll Nerd, der meint, er wäre der beste Schauspieler der Welt, ist aber ganz schrecklich. Das heißt, als realer Mensch muss er wahrscheinlich ein sehr guter Schauspieler sein. So ein Steve Urkel, meinst du? Ja, nicht so nervig. Also schon, zum Beispiel, da geht auch, wie gesagt, diese Party zieht er sich irgendwie so ein glitzerndes Silberkostüm an und der passt eigentlich, wie gesagt, er wirkt eher eigentlich so introvertiert. Das ist total strange. Also ich gucke mir die auf jeden Fall weiter an. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht so lange jetzt. Aber die scheint sehr, sehr gut zu werden, habe ich das Gefühl. Und deswegen gebe ich Ihnen jetzt erstmal vorsichtige 4 von 5. Ja. Laylas. Nee, Brillen ist auch. Nee, genau, dann nehme ich 4 von 5 Jabba the Hutts. Ja, wenn Prinzessin du meinst, Layla? Layla, ne? Ja, nicht Layla. Eric Clapton. Ja, genau. Eric Clapton Gedächtnismünzen. Oder ja, was auch immer. Genau. So, und das war ja großer Mist, was du erzählt hast. Was? Deswegen habe ich mir nämlich auch die Serie angeguckt, The Mist. Ah, ich dachte, du hast ja auch gesehen, das sieht aus völlig anders. Oh Gott, ist das schlimm. Nein. Ich glaube, die Folge mit den schlechten Wortwitzen hatten wir schon mal. Ja, aber das Problem ist, dass tatsächlich, wenn man sich mal die Presse zu The Mist anguckt, ich weiß nicht, ist das Nebel des Grauens? Der Nebel heißt das. Achso, ist es aber irgendwie sowas aus einem Remake von dem Ding? Oder nee, das ist ein Buch von Stephen King gewesen oder eine Kurzgeschichte von Stephen King. Mhm. Die gab es auch schon mal als Film. Jetzt gibt es sie als zehn Teile. Geht halt darum, um eine Stadt, wo so alles Mögliche passiert, so ganz normal. Die Leute haben Probleme alle miteinander, wie es halt so üblich ist. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieser Nebel. Und jeder, der sich in diesem Nebel befindet, wird halt getötet. Ist das nicht Nebel des Grauens? Nebel des Grauens, da gab's Zombie-Piraten. Und hier geht's halt hier geht's um Insekten, um irgendwelche übernatürlichen Wesen und so weiter. Und das ist so eine typische Stephen King-Geschichte halt, ne? Mhm. Ein paar verschanzen sich halt in der Kirche, andere verschanzen sich in so einem großen Kaufhaus. Dann geht es natürlich auch immer darum, um diesen Nebel und was da so drin alles passiert, wie Leute da umkommen. Mhm. Aber es geht auch viel, und das ist bei Stephen King ja so wahnsinnig typisch, um die Menschen, die halt überlebt haben, was die dann halt miteinander machen, so ungefähr, ne? Da in diesem Einkaufshaus beispielsweise, da macht jemand irgendwie Blödsinn und der muss dann raus in den Nebel, den schicken sie dann raus, nachdem sie abgestimmt haben und sowas in der Art schon. Ne? Und es ist der ist nicht besonders gut bewertet worden. Ja. Ist tatsächlich bewertet worden, sowas mit, ich glaube, im Spiegel stand, das ist der größte Mist, so ungefähr, und alles sowas. Also ich habe diesen Wortwitz nicht erfunden. Mir persönlich, ich fand den gar nicht so übel. Also ich muss sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dass ich die Serie eigentlich so
Also ich wollte gerade sagen, Altertum ist nicht das richtige Wort, aber es ist so typisch 80er, so ja. irgendwie. Es ist so es ist typisch Stephen King halt. Ne? Es ist so, man, ich glaube, ich hätte nicht wissen müssen, ob Stephen King das Drehbuch geschrieben hat oder das Buch. Das Buch hatte ich auch schon, hieß Morgengrauen. Da waren so 5 Kurzgeschichten drin, eine war die. Ich hätte sofort gewusst, dass es eine Stephen King-Geschichte ist. Mhm. So von der Art her, so, ne? Von den, dass irgendwelche Leute wieder Dummes tun, so ungefähr. Ja. So typisch eigentlich, ne? Ja. Und diese ganzen Konflikte, die da mit drin sind, ist toll. Also mir macht richtig Spaß. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, worauf es hinausläuft, aber für mich sieht es momentan so aus, als würde dieser Nebel nur die bösen Leute töten. Also scheint irgendwie, ich kann mir gut vorstellen, ich bin noch nicht so, ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5, ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine Sache wie das jüngste Gericht und ich lasse noch welche über, damit sie wieder alles von vorne anfangen können. Mhm. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Könnte sein, macht wirklich Spaß. Viele Handlungsstränge, die Schauspieler finde ich gut, richtig gut. Die wirken auch zum Teil recht britisch, obwohl das mit Sicherheit eine amerikanische Serie ist. Aber es wirkt alles so gespielt britisch, sag ich mal so. Irgendwie ist das komisch, ne? Du kannst so britische Schauspieler, die kannst du irgendwie erkennen. Ja. So. Ja. Vielleicht sind das keine Briten, aber das sind halt so getarnte Briten halt. ich weiß immer noch nicht, warum der Nebel da ist, so ungefähr. Wie viele Folgen gibt es jetzt von? 10. Also eine Staffel und dann 10 Folgen. 10 Folgen. Und ich bin mir noch nicht sicher, dass er auch nicht so ganz gute Kritiken gekriegt hat. Was ich, wie gesagt, überhaupt nicht verstehe. Vielleicht kommt es noch, wenn ich die letzte Folge gesehen habe, wo ich dann sage, war doch alles Blödsinn. Okay, das hat sich blöd aufgelöst, wie dann ja, kann man viel kaputt machen. Ja. Bisher passt die Stimmung einfach ganz, ganz gut. Es passt einfach, dass es natürlich um den Nebel geht, aber eigentlich auch wieder nicht, sondern mehr um die Menschen. Das ist so typisch Stephen King und aus diesem Grund würde ich ihn mal, was gebe ich ihn? 4 von 5 Clownsmasken geben oder irgendwie sowas. So typisch, es ist wie gesagt, es ist so Stephen King, also wenn man könnte schon fast sagen, das ist zu kitschig Stephen King, so ungefähr, ne? Ja. Es ist irgendwie abgefahren, okay. Das Ganze. Ja. Ja. Hast du noch eine Serie? Nee, Serien bin ich durch. Oh, ich habe mir noch Luke Cage angeschaut, die 2. Staffel. Bin ich mit angefangen. Luke Cage war so ein Superheldengedöns. Genau, ne? Ja, der ist unkaputtbar quasi. Mhm. Ich finde, Luke Cage ist deswegen schon ein bisschen... Also so Unbreakable-mäßig. Ja, genau. Deswegen schon ein bisschen langweilig. Bei ihm perlen die Kugeln immer ab, wenn er getroffen wird. Mhm. In der ersten Staffel gab es... Er muss aber eine Schwäche, hat doch jeder Superheld. Ja, oder? Ja, und ehrlich, hatte er auch. Es gab so eine, ich weiß gar nicht, hieß sie Jakobsgeschoss oder irgendwie sowas. Achso, also gab sowas so eine, wie Silberkugel. Also es irgendwas. Gab so eine Mörderwumme, ja. womit man ihn wohl treffen konnte. Und da wird er jetzt in der 2. Staffel mit getroffen. Und das aus Grund der Vorkommnisse der 1. Staffel passiert da aber nichts mehr. Und ab dem Zeitpunkt, wie langweilig, so ungefähr. Ja. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gucken. Die werden wahrscheinlich kommt da was Neues. Es muss ja mal einen Konflikt geben. Aber momentan rennt er halt so als Superheld durch die Welt. Er geht zum Beispiel in so einen LKW rein, der LKW fackelt ab, also ist eine Bombe drin, so ungefähr. Dann kommt er voll zerflattert wieder raus mit seinen Klamotten und sagt sowas wie, das machst du nicht noch einmal. Dann schießt er noch mit dieser Jakobskugel auf den Typen und ja, der dann nimmt diesen Typen dann auch nochmal auseinander. Zwischenbei ist irgendwie so ein Fotograf, der ihn immer fotografiert, weil er ja sozusagen der Held der Bronze ist da so ungefähr. Ne? Also so, es ist schon alles ganz cool gemacht. Ja. So, ne? Es ist so auch, das ist so, die Schauspieler sind in der Regel alles so afroamerikanische Schauspieler, funktioniert viel mit Rap-Musik und sowas im Hintergrund, viele Gangster dann auch halt so. Und das ist irgendwie, also es ist sehr stylisch, das Ganze. Aber irgendwie langweilig. Ja. Ich weiß nicht. Deswegen würde ich ihn auch der 2. Staffel, die 1. war noch so einigermaßen zu ertragen, also die hätte ich auch wohl 4 von 5 Sternen gegeben, aber momentan, wobei ich auch da, ist es immer ein bisschen unfair, wenn man die Serie noch nicht zu Ende geguckt hat und worauf das alles hinausläuft, aber momentan maximal 3 von 5 Bulletproof-Gangsters, so in der Art. Okay. Also, geht, aber kann man, sag mal, kann man machen. 3 von 5 kann man machen, Punkte. Okay. Ne? Und er ist auch noch einer der nicht so nervigen. Da gibt es ja 4 Stück da, das sind die Defenders da, die ja in diesen Hell's Kitchen da leben. Das ist auf der einen Seite Daredevil, das ist ein Blinder,
quasi, der aber Kung Fu kann und alle umhauen kann. Ja. Dann gibt's, der hat ja wenigstens. Aber also, die Serie dreht sich nur um den einen. Ja, genau. Und ja. Die kommen aber immer mal wieder zusammen. Da gab es auch schon mal eine Staffel, die nannte sich The Defenders, wo dann diese vier Helden dann zusammenkommen. Was immer sehr witzig ist, ist, dass diese. Das ist irgendwie wieder Marvel, Capcom. Die verprügeln mich, wenn ich das jetzt das Falsche sage. Ich meine, es ist tatsächlich Marvel. Okay. Es ist so, dass die Schauspieler zwischen diesen ganzen, die jetzt nicht diese Superhelden sind, zwischen diesen ganzen Folgen immer hin und her springen. Das heißt, die Ärztin von Daredevil ist seine Freundin und so weiter. Also die haben dieses Crossover total bis zum Exzess betrieben. Dann in Jessica Jones beispielsweise in der ersten Folge geht sie in eine Kneipe, da ist der Wirt, ist Luke Cage wiederum und so weiter. Also das wird alles so ein bisschen miteinander immer verwoben. Die Gangster auch sind oft dieselben, ne? Also die kennt man alle irgendwie schon. Ja. Und ja, kann man machen. Ne? Muss man aber nicht. Ja, vielleicht ist es momentan auch so, vielleicht ist es die Übersättigung auch irgendwann, ne? Man hat dieses alles schon mal gesehen. Ja, deswegen bin ich, die Superheldengedönse ist bei mir immer auch einfach zu viel. Ist. Ja, es gibt so ein paar Superhelden. Ich bin auch raus. Es gibt davon X-Men, irgendwie Reboot, Remake, Spider-Man raff ich auch nicht mehr durch. Es gibt so ein paar Superheldenfilme, die sind so erfrischend anders. Ich fand zum Beispiel den Ant-Man, den ersten, recht super cool gemacht. Ja, habe ich im Flugzeug gesehen, damals auf dem Flug nach Japan. Und der war brillant, der war witzig ohne Ende. Alleine, dass die konnten sich ja schrumpfen und die haben zum Schluss in einer Thomas-Lokomotive gekämpft quasi. Die sind geschrumpft und waren im Kinderzimmer, das fuhr da immer rum und so weiter. Und das war so total abgefahren. Ja. Und dann haben sie sich großgezaubert und diese Thomas-Lokomotive war nachher auch groß. Die fiel nachher irgendwie aus dem Haus, vom Dach runter so ungefähr. Das war schon... Also es gibt da auch durchaus gute, ne? Und dementsprechend gebe ich ja auch allem eine Chance, auch Luke Cage. Auch da werde ich wahrscheinlich wieder, da werden bestimmt auch wieder sagen, was erzählt er denn da? Das ist die coolste Serie überhaupt. Ich glaube, so Superhelden ist natürlich auch immer relativ ungefährlich, das Geld wieder reinzuholen, vermute ich. Ja, mal, ne? Genau, ja. Ja, stimmt wohl. Muss auch nicht immer gut sein. Es sind halt nicht die Avengers. Das ist halt die Nummer kleiner. Ne? Also es ist nicht so, die Avengers, Spider-Man und wie sie nicht noch alle heißen, die können halt ganz coole Sachen und so weiter. Und diese, um die vier, um die es da immer geht, die sind halt eigentlich Menschen. So, ne? Und haben dann auch eine gewisse Kraft, aber halt auch nicht so ganz übertrieben wie bei Spider-Man und bei wie heißt der noch? Der in Batman? Iron Man. Ach so, ja. Und Batman, genau. Ich glaube, Batman ist ein anderes Universum, aber das war ist völlig eigenes, dachte ich, oder? Ja, ja. Ist auch egal. Ja. Nee, Batman, es gibt tatsächlich, habe ich jetzt. Letztens wieder im Fernsehen gesehen, Batman und Robin. Batman versus Superman gibt es tatsächlich auch. Kam immer noch im Fernsehen. Okay. Also von daher. Aber das ist ein anderes Universum. Das eine ist Marvel, das andere ist DC, oder? Ja, mehr gibt es ja nicht, oder? Ja, genau, ja. Wie rum? Aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Luke Cage und so weiter alles Marvel ist. Aber das muss man sich auch mal vorstellen. Da sind irgendwann Bücher raus oder Comics rausgekommen, weil irgendjemand mal so was im Kopf hatte, wie das ist. Und es wird jetzt alles nach und nach alles verfilmt. Und man muss ja auch sagen, es gab bestimmt auch viele, viele Sachen dabei, die waren, um es mal vorsichtig zu sagen, suboptimal. Man kann sagen, es hat sich vielleicht für einen Comic, da gab es eine gewisse Fanbase, hat sich dafür wohl gelohnt. Aber auf den Gedanken zu kommen, dass diese Fanbase sozusagen sich jetzt alle bei Netflix rumtreibt und diese ganzen Serien sich anschaut, weiß ich nicht. So, es ist auch schon so, ich bin auch schon bei Jessica Jones, erste Staffel habe ich noch ganz gut durchgehalten, ja, zweite habe ich auch nicht mehr so. Und bei der zweiten habe ich dann auch irgendwann abgebrochen. Ja. Das, irgendwie reichte es dann, ne? Irgendwann war mal. War auch irgendwie nicht mehr so cool, fand ja, ich. Genau. Ja. Ja, mehr habe ich auch nicht hier an Serien, was ich geguckt habe. Man muss mal eins sagen, ich fand, der Juni war auch einer der, obwohl jetzt die letzten Tage kam irgendwie eine Menge neu raus. Jetzt, wo es quasi zu spät ist, letzten zwei, drei Tage war irgendwie jetzt eine Menge Neues. Genau. Aber es war auch nicht so wir hatten eigentlich so in jedem Monat irgendwie ein Highlight. Wir hatten The End of the Fucking World, wir hatten Altered Carbon vor einer gewissen Zeit mal. Irgendwas war immer. Irgendwas sowas. Und das fehlte so total komplett. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Kiss Me First schon Knaller werden könnte. Da bin ich noch nicht weit genug drin. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Aber ich vermute mal, das hängt auch vielleicht mit der Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. Dass sie sich sagen, da können wir sowieso nicht gegen an. Also warten wir jetzt mal ein paar Monate und dann bringen wir sie alle auf einmal raus. Oder irgendwie sowas. Könnte sein, ja. Ne? Gut, dann kommen wir jetzt zu den Filmen. Genau.
Und dann habe ich jetzt einen Film, der spielt mit Anthony Hopkins und Al Pacino. Und Ewan McGregor. Nein, der nicht. Obwohl ich habe nicht bis zu Ende geguckt. was dann auch schon erklärt, wie gut ich ihn finde. Misconduct heißt der Film. Im Englischen, im Deutschen. Misconduct? Ja, genau. Im Deutschen habe ich leider nicht, weiß ich nicht. Es geht um einen Pharma-Chef. Ne? Also Pharmazie. Der hat seine Frau, die haben Stress. Die Frau will ihn erpressen. Und hat da auch gute Gründe. Also es gibt da so, er hat also paar schlimme Sachen so mafiamäßig auch gemacht und darum geht's im Großen und Ganzen. Viel mehr kann man da gar nicht zu sagen, weil ich habe es echt nie bis zu Ende durchgehalten. Das war dann doch furchtbar langweilig. Und das kann ich eigentlich wie Anthony Hopkins, Al Pacino, denkst du, das muss ja ein Knaller sein. Übrigens, Al Pacino, jetzt gerade neu wieder rein. Casino gibt es jetzt auf Netflix. Super Film, sollte man sich angucken. Stimmt, der war gut, ja. Ja, wie gesagt, also da brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen. Also ich fand ihn echt furchtbar, furchtbar langweilig. War auch direct to Video, also nicht Netflix Original oder so, sondern irgendwann mal direkt auf Video. Das sind ja meist nicht so die ganz guten Filme, sage ich mal. Mhm. Ja, wie gesagt, ich finde, die Story entwickelt sich überhaupt nicht. Du blitzt davor und gehst dir einen ab und deswegen ein. Jetzt kurz beschrieben, ein von 5 blauen Pillen. Dann, ja, meine dann ist das vielleicht ein bisschen was noch bringen. Ja, ich habe mir angeguckt, den Film War, also es war Krieg. So, genau. What is it good for? Ja, genau. In diesem Fall ein Film mit Jason Statham in der Hauptrolle und mit Jet Li. Transporter als meets Romeo Must Die. Genau. Und es geht um Yakuza. Yakuza. Es fängt damit an, dass, wie immer in diesem Film, der beste Kumpel von Jason Statham umgebracht wird mit seiner Frau. Ne? Mit der Frau umgebracht? Nein, die werden umgebracht, das Kind wird auch umgebracht. Ach so, zusammen. Ja, genau. Und das war halt ein Typ von der Yakuza, der irgendwie... Die Frau vom Kumpel oder die Frau vom Statham? Die Frau vom Kumpel. Ah, okay. Also der Kumpel, die Frau von ihm und das Kind. Ja, okay. Also 3. Also keine familiäre Beziehung zum Statham. Genau. Erstmal. Okay. Allerdings, man konnte sie ja, das waren auch so Leute, die waren nur ganz kurz dabei, da waren auch nicht so besonders gut besetzt, deswegen ist es auch nicht so schade darum. Ne? genau, und auf jeden Fall spielt die Story dann 5 Jahre später. Also es geht um eine Legende der Yakuza, so ein Megakiller, der auch eine ganz spezielle Patrone benutzt, damit man ihn auch immer erkennt, dass er das war, so ungefähr. Also schon so ein bisschen schräg, ne? Ja. Also ich hätte ja gedacht, man wird das gerade nicht erkennen, aber gut, andere Geschichte. Und er jagt diesen Killer jetzt. Mhm. Und der Killer hat inzwischen die Seiten gewechselt. Also es gibt da 2 Familien. Einmal ist ein japanischer Yakuza, spielt in den USA allerdings, der halt die Stadt terrorisiert, würde ich sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt's einen Chinesen. Und der auch so eine Art Triaden. Ne? Also okay, Seite gewechselt, aber auf jeden Fall immer noch eine Mafia-Familie und nicht jetzt Polizist oder eben sowas. Genau, und der spielt und der versucht jetzt diese beiden, also dieser Yakuza versucht jetzt diese beiden Familien gegeneinander aufzuspielen. Warum auch immer. So, ne, so weit bin ich noch nicht. Es macht Spaß. Ist gut. Also so, wer Black Rain beispielsweise, weiß nicht, ob du den noch kennst. Ist ein Film. Ja, aber ich habe den gestern Abend angefangen zu gucken und dann wurde es irgendwann zu spät. Aber ich habe ihn jetzt schon mindestens halb durch. Es ist spannend. Es ist so, es könnte noch für solche Filme ja echt ungewöhnlich, es könnte noch eine Wendung kommen. Ne? Also es ist nicht so, vielleicht ist der Böse gar nicht so böse. Ne? Da, was weiß man halt so. Aber also so Jet Li ist dann wahrscheinlich der Mafiosi, der Yakuza, meine ich. Der Yakuza-Mensch. Mhm. Auch super besetzt. Und viel Gekloppe und Geschieße wahrscheinlich. Ne? Ja, mehr Geschieße als Gekloppe. Nee, beides. Es ist beides drin. Und ich finde das gut. Also es macht Spaß. Also so Jet Li als Oberbösewicht mal zu sehen. Stimmt, den kenne ich eigentlich nur in positiven Rollen. Ja, genau. Ist mal was anderes. Ja. Wahrscheinlich werden sie uns jetzt alle wieder das Faktencheck. Wahrscheinlich hat er 1000 falsch auch 1000 Gangster gespielt, aber ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen immer, ich weiß nicht, kennst du noch Face-Off im Körper des Feindes? Ja, klar. So, John Travolta? John Travolta. Das hat jetzt zwar nichts mit den Dingen zu tun, aber so die Gegenspieler halt. Ne? So darum geht es dann halt. Ne? Und er versucht ihn dann seit 5 Jahren jetzt schon zu fassen und ist immer knapp hinten dran, so ungefähr. Und jetzt muss man mal gucken, ob er ihn dann zum Ende kriegt, hoffe ich mal. Ne? Wahrscheinlich. So. Aber das klassische, er räumt von unten nach oben alle auf. Ne? So ja, genau. In der Richtung, ja, genau.
Ja, macht aber Spaß. Mhm. Also ist so, ist echt gut. Die Kampfszenen sind gut. Und endlich ist es sogar mal was mit der Story. Und dementsprechend würde ich Ihnen mal 4 von 5 Jackie Chan Gedächtnis Kung-Fu-Tritte in den Hintern geben. Ja, hast du noch einen Film? Ja, den hast du garantiert auch schon mal gesehen. Der ist jetzt neu auf Netflix. Den hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen gehabt. Er ist wieder da. Oh ja. Ich habe das den nie gesehen gehabt. Ich wusste, dass das Buch sehr erfolgreich war und auch das Hörbuch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ja, und in diesem Film spielt Christoph Maria Herbst nicht. Also es geht ja um Hitler. Hitler ist wieder da, ne? Faktencheck. Er hat eine Nebenrolle. Ja, nicht den. Ich weiß, das wäre mein nächster Halbsatz gewesen. Toll. Dann sag doch nicht und mach eine Gedankenpause. Wer soll denn da so schnell schalten? Ja, Christoph Maria spielt mit in einer Nebenrolle. Aber eben nicht den Hitler, sage ich mal, spielt er nicht. Und ich fand den, ich habe das Buch nicht gelesen, das war sehr, da habe ich echt deutlich mehr erwartet. Also ich fand das eher öde. Das Buch, und auch gerade ich habe die Hör-CD gehört, ist natürlich sehr witzig, weil Christoph Maria Herbst, mhm. Den hat man schon öfter, habe ich schon öfter mal Rainer Maria Herbst genannt. Christoph Maria Herbst ist ja, der ist prädestiniert für die Rolle. Ich weiß nicht, ob du den Film Der Wichser kennst. Da spielt er ja auch diesen Führer. Den Butler. Ich könnte mich als Führer anbieten. Ja, genau. Ja. Genau, den da. Ja. Und, sowieso Stromberg und keine Ahnung. Ja, genau, ne? Aber gerade diese Rolle, ne, die passt so unglaublich gut für ihn. Auch gerade wie er das redet, dann ja. Ist total super. Und dann kommt da dieser Film, der meines Erachtens rein auf Kommerz aus ist. Den haben sie auch hinten dran. Die Story hat ja anscheinend auch nicht gereicht. Ne? Nach einem Dreiviertel des Films oder nach einer Hälfte des Films reist er plötzlich kreuz und quer durch Deutschland. Was und befragt die Leute irgendwas. Und das hat mit dem eigentlichen Buch überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, ich fand es echt extrem öde. Ich auch. Ich sag mal, Dreiviertel gesehen. Bis Ende habe ich es nicht geschafft. Den noch relativ weit. Ja, und bei mir ist der Funke null übergesprungen. Klar, da waren so ein paar nette Sachen dabei. Es ist so eine Blödsereinigung, ne? Ja, sowas, genau. So, haha, ja, okay, leichte Lache, aber nichts, das. Vor allen Dingen, es hat über so ein Buch hat ja auch immer so ein bisschen so eine Seele. Mhm. Und wenn ein Film diese Seele nicht trifft, dann ist es dieser. Es ist so irgendwie, das hat mit dem Buch nicht mehr viel zu tun. Es ist verfilmt, würde ich sagen. Mhm. Das trifft es, glaube ich, am besten. Ja, also wie gesagt, ich würde ihm echt extrem enttäuscht, weil ich dachte, er würde wohl gut sein und würde meinen Geschmack super treffen. Deswegen echt nur 1 von 5, was kann man da nehmen? Blitzreinigungen. Blitzreinigungen, genau. Ja, ich hab mir nochmal wieder, ich hatte dich schon mal gesehen, Kick-Ass angeschaut. Ach so. Einer meiner absoluten Favorites. Weiß nicht, ob das sind mit den Nerds, die eigentlich nichts können, aber meinen, sie sind Superhelden, ne? Genau. Also es ist ein Typ, der Was ich mehrere? Ja, erstmal nur. Ach klar, war Nicolas Cage, der Vater von dem Mädchen? Genau. Ja, jetzt weiß ich ja. Big Daddy, einer der wenigen guten Filme Nicolas Cage. Ja, genau. Ja, Nicolas Cage hat ja immer das Pech, immer die falschen Rollen anzunehmen. Ja, die kommen schlecht normalerweise. Aber hier ist er, obwohl hier ist ja auch nicht der stärkste Schauspieler in dem Ding. Nee, ist auch eher eine Nebenrolle, ne? Genau. Den Jungen, den kannte ich auch irgendwo her. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch gespielt hat. Der eben Kicker spielt. Vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zur Story. War das nicht einer von American Pie oder so? Ja, kann gut sein. Ist aber oder Harry Potter, keine Ahnung, weiß ich nicht. kommt im Faktencheck. Es geht halt darum, dass ein Jugendlicher, dem geht das einfach auf die Nerven, dass alles in der Welt so böse ist und so weiter, und der will sich dann selber zum Superheld machen und bestellt sich bei eBay eine Superheldenausrüstung, quasi, ne? Also so ein Latexanzug, weiß nicht, ob es Latex ist, aber so ein bisschen, und geht dann selber auf Streife. Ich meine, diese Typen, die haben ja tatsächlich reale Vorbilder. Ich habe letztens so einen Batman im Fernsehen gesehen, der sich als Batman verkleidet hat und durch die Straßen geht, so ungefähr, ne? Und der wird auch noch ernst genommen. Das ist das, was das Ganze nochmal besonders trifft. Und er auf jeden Fall will sich dann auch einsetzen und wird beim ersten Mal gleich gnadenlos verprügelt und verliert dadurch seine Nerven. Im wahrsten Sinne des Wortes kann er ab dann später keine Schmerzen mehr. Darum geht es dann halt. Ja. So, das heißt, man kann ihn verprügeln ohne Ende. Er merkt einfach nichts. Ja. Und jetzt fängt er an, so ein bisschen aufzuräumen da. Ne? Also so beim ersten Mal noch, da hat er sich dann auch einen Taser gebaut. Die Taser-Film. Genau. Ich habe es gerade ausprobiert an Ole hier. Aber der merkt das nicht. Andere Geschichte.
Und ja, auf alle Fälle trifft er dann irgendwann auf so ein Mädchen, die dann da auch, die mit ihrem Waffen auch sehr gut umgehen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das, also, und die beiden, die gehen dann auf große Rachemission quasi und nehmen alles so ziemlich auseinander. Das Ganze ist in Comic-Stil gehalten, sehr, sehr lustig. Man muss aber auf diese Art von Humor auch stehen. Ja. Also, das ist nicht bestimmt für jedermann was. Und es ist garantiert nichts für Kinder, weil es auch ziemlich blutig alles ist. Mhm. So, man glaubt das gar nicht, weil da Kinder die Hauptrolle spielen. Weil sie ja relativ junge Schauspieler sind, ja. Und ja, es ist schräg, aber super. Und das Ganze zieht das Ganze so, so ein bisschen in den Dreck, so finde ich so. So, ne? Diese Superheldengeschichte, die dann halt eben auch Superhelden sein wollen, aber dann halt nicht irgendwie über große Vorsprünge springen können oder so. Die sich da immer was einfallen lassen müssen, wie sie da jetzt rüberkommen, so ungefähr. Ja. Ne? Und ja, und dann tauchen immer mehr von diesen Superhelden auf, gute wie böse. Ja, und ist halt lustiges Popcorn-Kino, ja, würde ich sagen. Ja, ich habe schon länger Hells gesehen, aber ich fand ihn damals auch recht gut, ja. Ja, genau. Ja, und wenn ich den Punkte geben würde, dann würde ich ihn diesmal tatsächlich fünf von fünf Punkte geben. Arschtritte in den Kick-Ass. Kick-Ass, ja, genau. Sehr gut. Du hast sonst nichts mehr gesehen? Nee. Wir haben einen noch, den haben wir gemeinsam gesehen, glaube ich. Das Dschungelbuch, nee, ist schon eine Weile her. Nee, das ist schon eine Weile her. Ich habe hier noch stehen, Fuck You Goethe. Ach, ja, stimmt. Sollen wir wenigstens kurz drüber sprechen. Fuck You Goethe, wer es noch nicht gesehen hat, kann man machen. Ja, ich finde, ja, die Geschichte ist eine, die hat man schon tausendmal gesehen, das muss man auch sagen. Ja. Die ist jetzt, spielt jetzt zwar in der Schule, aber es gab auch mal den Diamantenkopf. Da ist irgendwie jemand, der auch was geklaut hat. Und das dann irgendwo vergraben hat. Und dann ist er dann halt da. Und hier geht es halt darum, das, was er vergraben hat, ist in der Schule. Und dann muss er sich bei der Schule bewerben, hat sich erstmal als Hausmeister beworben. Aber irgendwie kommt es dazu, dass er halt Lehrer wird da. Ja. Und er nimmt den ganzen Laden da, seine Schüler dann alles auseinander. Die Schule ist so eine schöne Hartz-IV-Schule, also mit vielen sehr, sehr verrückten Charakteren, die natürlich auch total überspitzt sind. Aber was erzähle ich eigentlich über Fuck You Goethe, ich glaube, das haben schon fast alle gesehen. Ja. Also der ist gut, finde ich, aber er ist auch zu gehypt. Also so toll ist er auch wieder nicht. Genau. Den kann man sich ganz gut angucken, ist Popcorn, sag ich mal. Und dann muss man auch sagen, das ab Teil 2, den gibt es auch auf Netflix tatsächlich, da geht es dann auch schon wieder ein bisschen bergab. Also, was ich in der Zeit noch gesehen habe. Das ist so, der erste, der hatte, das war so, ja, so erfrischend. Leiser. Ja. Also viele genau. Zitate, die man sich so gemerkt hat. Ja. Aber der zweite ist dann halt so, der wirkt so gewollt. Irgendwie und dann dementsprechend auch nicht mehr so lustig. Lustig ist Katja Riemann als Schul. Direktorin und auch Uschi Glas als suizidgefährdete Lehrerin, die immer aus irgendwelchen Fenstern springt. Finde ich total, also kann man machen, finde ich total super. Drehbuch, also ist gut. Die Schauspieler sind gut besetzt. Ja. Und von daher würde ich Ihnen mal, dass ein deutscher Film ist, kriegt es von mir nochmal einen Bonus. Würde ich sagen 3,5 von 5 Panel Feuerzangenbowlen. Okay. So. Das ist ein ziemlicher Spaß. Da werde ich jetzt tatsächlich zu Recht umbringen, wahrscheinlich, dass du die Brücke geschlagen hast. Ja, gut. ja. Ja. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch, oder? Ja. Wie gesagt, war ja dieses Jahr auch nicht so viel. Diesen Monat meinst du? Ja. Genau, diesen Monat. Faktencheck war nur ein Monat. Der Faktencheck war ein relativ großer Teil dieser Sendung diesmal. Ja, ja. Vielleicht solltest du dich nächstes Mal ein bisschen vorbereiten, dann geht das auch besser. Nee, das ist ja langweilig, kann ja jeder. Ja, ja, genau. Ja, so, danken möchten wir nochmal ganz gerne Ewan McGregor, dass er so wunderbare Filme gemacht hat und auch den Oscar für die beste Maske gekriegt hat. Ja, 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 komm, jetzt langt's auch. Salz in die Wunde. Ja, und wir hören uns dann wieder irgendwann. In circa einem Monat. Also Ende des Monats. Wir haben es ja diesmal nicht ganz geschafft. Wir haben heute den ersten, ne? Haben wir den ersten? Ja, und du veröffentlichst ja auch nicht heute, oder? Weiß ich noch nicht. Also nächstes Mal versuchen wir wieder zum Monatsende was rauszuhauen. Ja, aber wenn solange du mit deinem Auto durch den Harz fährst, da ist das halt schlecht. Das mache ich ja auch nicht jeden Monat. Ja, genau. So, ja, dann tschüss. Ja, bis dann.